herzlich willkommen zur Folge 41 des Euro Truck Simulators 2. Wir sind immer noch in Danzig. Und wir können nach Helsingborg fahren für 13.785 Euro. Das sieht schon mal ganz nett aus. Guck mal, was wir hier noch haben. Nee, den nehmen wir einfach. Also, hallo. Warum soll man da lange rummachen? Und das steht wohl auch schon hier, das Bötchen. Jawohl. Ja, das ist gut. Da müssen wir kaum fahren, ja. Wir haben den Auftrag gleich an der Hand. Das ist ja einer dieser Aufträge von diesem Modpack, von dem Cargo. Von dem Riesenteil. Und es ist einfach so geil, immer so, wenn man dann mal so ein Teil wieder fährt. So, dann machen wir uns nach Helsingborg auf, Schweden. Über die Ruhezeit. Na, sollten wir uns keine Sorgen machen. Da wir ja sowieso gleich wieder auf die Fähre gehen, haben wir ja eine Ruhezeit, so oder so. Also, bis gleich in Helsingborg. So Leute, wir sind in Helsingborg angekommen mit unserer schönen Yacht. Alles ohne Probleme, nur was mich ein bisschen genervt hat, ist hier der Diesel teuer. Ich habe genau 2000 Euro gezahlt für den Diesel hier. Gucken wir mal, ob man da... Ja, passt. 2000 Euro, das ist eine ganze Menge Geld. Also im Norden ist das ganz schön teuer, muss ich sagen. Oh, ey, habt ihr mir keine leichtere Parklücke? Habt ihr mir die schwerste rausgesucht? Aber ich glaube, die ist doch gar nicht so schwer. Sah eventuell schwerer aus, wie sie ist.
Ich sehe halt jetzt gerade wirklich eigentlich gar nichts in den Spiegeln. Aber ich glaube, wenn wir jetzt nochmal gerade ziehen, dann stehen wir fast gut. Wow, knapp an den Containern vorbei. Nein, wir müssen nochmal korrigieren. So, jetzt passt's aber, jetzt passt's. Komm, komm an. Jawollo. Und das war mal seit langem wieder ein wirklich teurer Auftrag, knapp 14.000 Euro. Das tut der Portokasse natürlich gut. So, Helsingborg. Ach, Rostock. Rostock. Oder wieder nach Danzig. Aber darauf habe ich eigentlich keinen Bock. Deshalb fahren wir jetzt mal wieder nach Rostock. Usch. So, Rostock. Glasscheiben haben wir, glaube ich, noch nie gefahren. Im Kreis. Aber ich habe den Auflieger gerade gar nicht gesehen. Wo steht denn? Ah, da steht er. Ah, hier ein Land Rover in der Werkstatt. Habe ich einen Motor ausgemacht. Das wollte ich doch gar nicht. So, also wir machen uns mal wieder auf den Weg nach Deutschland. Da waren wir jetzt, glaube ich, schon einige Folgen nicht mehr. Mal wieder ein bisschen zurück in die Heimat. Gleich in Rostock. Bis nachher. Mann! Ich hab doch gebremst! Bin trotzdem über eine rote Ampel gefahren. Haben wir jetzt grün? Mann! Erst verursache ich einen Unfall in Schweden. Dann fahre ich die ganze Zeit gegen irgendwelche Wände in Schweden. Und jetzt kriege ich auch noch eine Strafe wegen der roten Ampel. Manometer! Da haben wir mal wieder alles mitgenommen, was wir gekriegt haben.
Also viel weniger Strafen geht gar nicht. Ja, fahr halt noch gegen die Wand, gegen den Zaun. Also was wir auf jeden Fall gleich mal machen müssen, ist den komischen LKW zu reparieren. Und ich habe nur eine Sorge, und zwar, dass ich dann wieder nicht genug Geld habe in der nächsten Folge, um mir einen LKW zu kaufen. Meine Fresse, hey. Nein, was mache ich? Bremsen. So. Ich hatte Glück, dass es keinen Schaden an der Ware gab, ja, aber, ja. Dafür am LKW. Rostock, Kiel. Odense. Odense. Hamburg, Malmö. Nee. Nee, wir fahren. Getriebe. Getriebe nach Kiel. Aber wir fahren. Oder warte mal. Wir gucken mal kurz. Der ist noch lang genug da. Der Auftrag. Dann fahren wir jetzt kurz eine Inspektion machen, weil wir haben auch knapp 8000 Kilometer jetzt runter schon auf dem LKW. Und mit dem Schaden, den er jetzt eben durch die letzten Aktionen gekriegt hat, möchte ich da kein Risiko eingehen. Deshalb fahren wir mal kurz zur Werkstatt. Nein, Mann, ich habe gedacht, die bleibt noch grün. Die mag mich nicht, die Ampel. Finde ich doof. Oh, das wird teuer. Das wird teuer. Ich weiß es jetzt schon. 10%. Das sind 10.000 Euro oder noch mehr. Oh, ich will gar nicht dahin. Ich glaube, wir hatten in der letzten Folge gesagt, dass wir 140.000 brauchen für den neuen LKW. 240.000 natürlich. Sind jetzt bei 135, hätte ich die ganzen Schäden nicht gehabt, wären wir bei 136.000. Das wäre schon ganz cool. Och, das ist ja günstig. 5.000 Euro nur. Dann ist es okay. Wir kriegen zwar die 140 nicht ganz hin, aber das ist okay. So, dann fahren wir jetzt mal zum Auftrag. Wieder zu Dreadnoughts. Oh, komm, werd grün, doofe Ampel. Getreide. Dann fahren wir mal Getreide. Getreide haben wir auch, glaube ich, schon lange nicht mehr gefahren. Oder sowas in der Art, zumindest so ein Kastenauflieger. Oder Container. So, dann ab nach Kiel.
Hallo Leute, wir sind in Kiel angekommen, zumindest fast, also wir sind gleich da. Ich habe mal galant wieder das Navi ignoriert. Das Navi will mich immer über irgendwelche Landstraßen schicken und darauf habe ich ja überhaupt keinen Bock. Ja, hat sich gelohnt, finde ich. Also die geplante Ankunftszeit laut Navi über Landstraße wäre 0.55 Uhr gewesen. Wie gesagt, das habe ich ignoriert. Dann hat mir das Navi 1 Stunde 5 Minuten oder 1 Stunde 6 1 Uhr 6 angezeigt als Ankunftszeit. Ja, und jetzt sind wir eine gute halbe Stunde vorher schon da. Das ist doch akzeptabel, würde ich sagen. Wenn die Ampel jetzt grün werden würde. Bin ein bisschen müde. Hey Mini, geh weg. Wir schaffen nicht ganz die halbe Stunde. Vielleicht hätte ich über die Landstraße auch Zeit gut gemacht. Aber ich finde, das Fahren auf der Autobahn ist einfach viel angenehmer. Du kannst einfach flüssig durchfahren und musst nicht so viel auf irgendwelche anderen Dinge achten. Hast nicht so viele Kurven, nicht so krasse Kurven. Komm, Volvo, zieh weg. Und wie gesagt, es ist einfach viel angenehmer auf der Autobahn zu fahren. Meine Nase. Als jetzt über Landstraße. Oh, wir müssen gleich wieder abbiegen. Low Speed. Ei, rumpel die Rumpel. Ich weiß gar nicht mal, wie viel Kohle der Auftrag genau gegeben hat. 9.400. Also für die 140.000 reicht es nicht ganz, aber fast. Vielleicht finden wir hier jetzt gerade auch zufällig noch einen Schnellauftrag. Dann können wir den noch machen. Na, 139.000. So, dann gucken wir mal schnell. Kiel. Ne, gibt's nicht. Gibt's ja nicht. Ist aber egal. Also ich bin zufrieden mit der heutigen Ausbeute. Waren wieder knapp 20.000 Euro. Bisschen mehr sogar. Und ich denke, wir kriegen das trotzdem hin, dass wir nächste Folge uns dann den neuen LKW kaufen. Das wird einen großen... nochmal ein großer Volvo sein. Ich werde ihn, ich weiß gar nicht, wo ich den gerade untergebracht habe. Firmenmanagement, Garagenmanagement in Stuttgart. Da müssen wir erstmal Stuttgart ausbauen. Ist aber nicht so wild. Wir stellen den nächsten LKW einfach. Oder warte mal, können wir hier? Können wir den Standort ändern? Mannheim. Okay. Gut, der ist jetzt eigentlich stationiert in Mannheim, hoffe ich. Ich guck noch mal. Garage Mannheim. Genau. Ich meine, der wird jetzt, sollte, warum steht hier? Achso, Zugewinn ist der LKW. Okay. Fahrermanagement. Varuna, Standort ändern. Mannheim. Okay. Geht es? Garage Mannheim. Genau, und Stuttgart ist frei. Also ich habe mich jetzt erstmal nach Mannheim gesetzt, unsere neue bzw. alte Zentrale. Ich weiß gar nicht, weshalb ich mir dann nochmal eine Garage gekauft habe. Und ja, dann kaufen wir nächste Folge den nächsten LKW und sind happy.
Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, Leute.